Hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play Turmon. Woanders als wie eigentlich geplant. Denn ich habe gemerkt, ich muss ja hier noch den Blitz holen. Deswegen lassen wir hier Shizu einmal aufschneiden. Schlitz. Und holen uns hier unten den Blitz. Lala. Hallo, erinnerst dich mich? Ich bin Professor Kiske. Wenn dein Iron Node 10 Spezien vorweist, gebe ich dir eine Belohnung. Professor, ich habe mir den VM5 für dich gegeben. Also Tomoya, lass mich dich fragen. Hast du davon mindestens 10 Toho gefangen? Großartig, du hast 16 Arten von Toho gefangen. Hervorragend. Hier für dich. Ja, Flash. Wir haben jetzt Blitz. Was ich jetzt aber im Moment niemandem beibringe. Schauen wir mal, ob ich kann es überhaupt belernen. Da ist Blitz. Kann ich überhaupt belernen? Ja, Marissa, Pachuli und Shizua kann es auch lernen. Nö. Shizua kommt nämlich wieder raus. Aber ich weiß nicht genau, ob dieses eine, was. Ich habe nämlich einen Ring gefangen. Ich bin nämlich nur überlegen, ob ich nicht einen Ring bin. Ich habe in letzter Zeit ziemlich gefallen an Orin, wie sie auch genannt wird. Rinkaimbo gefunden. Ich bin am überlegen, ob ich es nicht ins Team gebe. Aber ich will Mailing unbedingt im Team haben. Das ohne Mailing geht's nicht. Schwere Entscheidung für mich. Und wir durch die gefährliche Yamame-Höhle, wo mich gefährliche Rins angreifen auf... Ah, die ist Level 22. Los, Haya! Das ist die stärkste, die ich mir gefangen habe. Dann mal her damit. Ja, sie wird schlecker und Haya wird schneller durch den Speedboost. Ja, Haya braucht Schnelligkeit, damit sie immer hier Shutter Chance nutzen kann. Was so viel heißt wie eure Chance auf einen Schnappschuss. Und Rin wurde gefangen. Um das nochmal im Video auch nochmal zu zeigen. Und dann ich gebe diesmal Rin, gebe ich keinen Gegner. Aber sie ist Box 1 und dort werde ich sie auch abholen. Aber erst später in Lavandia. Ich weiß nicht, ob kann. Ich weiß nicht, ob sie Blitz überhaupt lernen kann. Ich will jetzt aber dann hier nicht gegen irgendwelche Tohos kämpfen. Viel zu viele greifen mich dann. Schon wieder drin. Auf Level 17. Kein Bedarf. Ich will sie aber nicht töten. Okay. Da, jetzt reicht mir endgültig. Wo bist du? Wo seid ihr? Meine Super Items. Da haben wir es ja. Ein Schutz. So, und an erster Stelle geben wir jetzt Marissa. Sie hat von den Leben das höchste Level. Ich weiß gar nicht, ob das mit den toten Tohos auch funktioniert. Besiegten Tohos, Entschuldigung. Und da ist ein Yamame. Oh nein, ich hasse diese Dinger. Nichts weg, Marissa. Und die Dinger sind wir auf dem Hinweg ein paar begegnet. Einige. Und die haben unter anderem sind die, da ist zwar ein Yamame dran schuld, dass meine Superkoto besiegt ist und, ach scheiße, Schutz wirkt nicht mehr und ich drehe mich weiter und schon greift mich ein Satori an. Ich mag Satori irgendwie. Seit kurzem. Gleich wie Orin. Ja, eine gewisse Person ist daran schuld. Falls sie das wieder sieht, weiß sie, dass sie gemeint ist. Ja, du bist gemeint. Ja? Ring ist ein Hinweis drauf. Was ist das hier? Ist das die Höhle da, wo die... Die Yamame-Höhle ist das, wo die ganzen... Wo... Ja, schon wieder Yamame. Nein! Nein, ich will dich nicht! Los, Marissa, nicht zurück! Ja, im Abhauen ist Marissa ja anscheinend ziemlich gut.
Und schon wieder. Aber diesmal ein Uzu. Ich glaube, ich will ein Uzu einfach nur haben. Sternschau. Weil ich nicht weiß, welche Typ Uzu hat. Ob es nicht Bodentyp auch hat und... Ach. Genau, Marissa. So funktioniert. Einen kritischen Treffer. Super. Danke, Marissa. Und ja, Supercore ist auf Level 29 und schon fast auf Level 30. Ja, ja, weil ich bin, ja. Schade, dass ich vielleicht hier die Entwicklung reinbekomme. Ich bin unschlüssig. Supercore kann ich nicht aus meinem Team geben. Weil er mein Surf-Pokémon ist. Aber ich will Mading auch reingeben und ich will nichts von den anderen rausgeben. Ich will Ring reingeben. Ah ja, kann ich nicht rausgeben, dass er Flugtoho ist. Ich brauche Flugtoho. Patchouli ist einfach mein Lieblings-Toho-Charakter. Muss ich mich zwischen Ring und... Ich muss mich wirklich zwischen Ring und Mailing entscheiden. Ich weiß nicht, ich mag beide so gern. Ja, Shizua darf Blitz lernen. Und was vergessen wir dafür? Wir vergessen dafür... Was ist das? Ah. Wir vergessen dafür... nein, die Stachelspur brauchen wir noch. Da hier. Nein, nicht Cut. Den Rankenhieb. Ja, das... spulen wir mal vor, weil es uninteressant ist. Aber nur so weit bis hierher. Und schön. Ja, ich werde bei langweiligen Stellen mit diese VM lernen und so Zeugs, werde ich diese Taste hier benutzen. Die ich jetzt nicht benutzen hätte sollen. Jetzt bin ich wieder im Gras gelandet. Ich will noch jetzt nicht kämpfen. Ach du Scheibenkleister! Dann kommt man zwei Schritte ins Gras. Schon passiert sowas. Komm her, Mist, ja, dafür musst du büßen. Donnerschock. Gegrilltes, gebrutzeltes Mist, Mystia. Ja, das war gemein. Man isst keine Tohos. Nein, nein. Pokémon eventuell. Tohos? Nein, niemals. Was mich immer beschäftigt hat, ich weiß nicht, ob ich das in diesem Let's Play schon mal angesprochen habe. In der Pokémon-Welt, woher bekommen die Menschen ihr Fleisch? Ich habe noch nie irgendein anderes Lebewesen außer Menschen und Pokémon gesehen. Woher kommt also das Fleisch, das sie essen? Schlachten die da Miltanks ab? Oder Taurosse? Ich weiß es nicht. Mich würde es aber interessieren und mich würde interessieren, was ihr dazu denkt. Also schreibt euch was dazu. Ja, ich habe auf kranke Gedanken, wenn mir mal langweilig ist und es 1 Uhr nachts ist, ja, ich nehme immer so spät auf. Denn ich habe in die Uhrzeit nichts Besseres zu tun. Ja, wir haben einen Radkupon. Okay, hier für dich. Ich habe den Radkupon gegen das Rad getauscht. Sehr schön. Gut. Mehr wollen wir auch nicht hier in der Azura City. Deshalb gehen wir jetzt gerne mal. Ja, da haben wir das Rad und das registrieren wir gleich mal und das benutze ich gleich mal. Oh, die Musik. Ich liebe Toho Musik. Ich könnte den ganzen Tag immer nur Toho Soundtracks hören. Ich habe ja auch alle Soundtracks. Und ich liebe die Soundtracks einfach alle. Von 1 bis 12 und 8 sind einfach alle genial. Auch die von 13. Ich habe schon von der Trial von Toho 13 schon die ganzen Soundtracks durchgehört. Die sind auch alle super. Vor allem die meisten kennen sicher Bad Apple. Aber die meisten kennen es wahrscheinlich nur mit Vocal. Das ist also die Instrumentalversion sozusagen. Das finde ich ziemlich interessant. Und hört sich super an. Okay, nicht sehr effektiv. Okay, Wachstum. Nutzt die Mudbomb.
senkt die Geschwindigkeit. Nein, Spezialangriff vom Mädchen. Und Säure. Eine Säure, aber das ist nicht sehr vergift. Und Säure kann zum Glück mich nicht vergiften. Soll man nur irgendwas senken? Ich glaube, die Spezialverteidigung. Und noch ein Mädchen. Ja, machen wir, denn wenn ich die jetzt besiege mit Supercore alleine, habe ich noch eine Entwicklung. Und in Lavandia kommt dann die schwerwiegende Entscheidung. Das werde ich mir unterwegs jetzt, muss ich mit mir kämpfen. Ich bin eigentlich jetzt in letzter Zeit ein ziemlicher Fan von O-Ring geworden. Was die Schuld, wie gesagt, schon die Schuld einer gewissen Person ist. Ich finde nur schade, dass O-Ring viel zu selten vorkommt in den Toho-Spielen. Wirklich, es ist... Ich hätte O-Ring gerne in Toho 12.3 gehabt. 12.3 ist sozusagen mein Lieblings-Toho-Spiel, muss ich sagen. Von den offiziellen Toho-Spielen ist es mein Liebling. Und ich bleib noch bei... Ja, ich bleib bei Aya. Aya noch ein bisschen leveln hier. Aya können wir ja in... Prismania City gut gebrauchen. Da ja die Pflanzen-Toho-Arena ist. Und wenn man von Prismania City spricht, man erinnert sich immer, das Highlight von Prismania City in den Pokémon-Editionen, Feuerrot, Blattgrün, Rot, Blau, Gelb, Grün, ist meiner Meinung nach das Evoli. Und wir haben hier schon wieder eine Entwicklung. Supercore, Chibi Supercore, entwickelt sich. Endlich! Darauf habe ich gewartet. Dann haben wir keine Chibis mehr jetzt offiziell in meinem Team. Na, hier ist auf jeden Fall Supercore und wieder Arbeit für mich, die ich mir gerne für euch mache. Ich hoffe, das kleine Mini-Team unten gefällt euch wirklich, denn ich habe jetzt noch nicht wirklich viel Rückmeldung dazu bekommen. Ich sehe, meine Videos werden öfter geschaut, also ich bekomme fast nie Kommentare. Ich freue mich über jedes Kommentar, das ihr schreibt. Und es wäre schön, wenn ihr mal ein paar Kommentare mehr schreiben würdet. Ich zwinge euch zu nichts. Aber nur gesagt. Oh, aber nein. Nein, ihr was behalte ich mir auf. Aus dem Grund, da Aya ja nicht, ich weiß noch nicht, ob ich es mir aufbehalte nicht, das sehe ich nicht. Oh, der hat schon wieder meinen! Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich bin so unentschlossen, Leute. Ich kann es nicht mal im Rat schlafen. Ich kann es nicht mal euch fragen, ob O-Ring oder Mailing, denn... Bis ihr das seht, habe ich mich schon längst entschieden. Denn ich werde heute in der heutigen Aufnahmesession ziemlich weit spielen, minus Mania City. Ich nehme heute einiges auf. Habe einiges für heute vorgenommen. Denn da ich nämlich nächste Woche überhaupt keine Zeit zum Aufnehmen habe. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Zeit ich zum Aufnehmen habe noch. Deswegen nehme ich den Vorhinein auf und ich habe auch wenig Zeit, da ich bei Eternal Sonata unbedingt trainieren muss. Deswegen kommt ja auch mehr Toromon. Ach du verdammte Scheiße, Steinwurf. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Na, das war's für Eier. Und dann lassen wir gleich mal unsere Supercore raus. Mal schauen, wie sie von hinten aussieht. Hübsch W und D. Super kommentiert schön Hut. Und was wäre super ohne den Hut? Ich meine, ich habe viele Bilder mit super ohne den Hut gesehen. Ich weiß nicht. Für mich fühlt sich das so unvollständig an, muss ich sagen. Ernsthaft, was würde auch da interessieren, was ihr dazu sagt? Denn für mich ist Supercore ohne ihren Hut unvollständig. Was sagt die Zeit überhaupt? Ach du verdammte, diese Träne hier machen wir im nächsten Part. Ja, das ist meine Idee.
Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.